Die Wintertransferphase steht vor der Tür. Vorher heißt es volle Konzentration in der Liga. Unter anderem neben Transfers gegen den VfB Stuttgart. Den Februar hängen wir dann auch noch dran und spielen da auch nochmal ein bis zwei Spiele. Ich freue mich riesig auf die Episode. Und damit, servus Leute, Chris ist am Start. Herzlich willkommen zur nächsten Heidenheim-Karriere. Ich glaube, mittlerweile Folge Nummer 5 oder 6 und der Support von euch anhaltend unfassbar. Ihr steigert euch immer mehr. Das ist wirklich atemberaubend. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, hey, der bedankt sich ja jede Folge aufs Neue, weil das für mich Pflicht ist, beziehungsweise für mich ist das nicht selbstverständlich, was ihr abliefert. Ich packe hier komplette Liebe in die Videos und ihr gebt mir die Liebe komplett zurück. Vielen, vielen Dank. Ohne Spaß. Und wenn euch das Video an der Stelle auch wieder gefällt, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da, denn euer Support ist unglaublich viel Motivation auch für weitere Folgen. Kommentieren ist jetzt auch wieder angesagt, ja? Die Wintertransferphase ist dann zwar abgeschlossen, aber später kommentiert ihr unter anderem natürlich auch, welche Spiele wir in den nächsten Folgen spielen sollen. Ihr meintet auch als Kommentar, macht das doch so, welche Spiele als mögliche Spiele für die nächste Folge anstehen, soll ich kommentieren und ihr könnt das Thema hochliken. Ich kann allerdings nur einen einzigen Kommentar anpinnen, was also dann bedeutet, dann müsste man meine Kommentare irgendwie suchen. Das ist ganz, ganz schwierig. Machen wir das Intro aber mal ganz kurz jetzt zu Ende, ja? Instagram gerne auch noch abchecken, um dann nichts mehr zu verpassen. Da geht es auch viel um die Heidenheim-Karriere und abonniert sehr, sehr gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt die Facecam mal direkt klein. Mit unserem Team im Hintergrund im 4-1-2-1-2, das ist die B11 so gesehen. Die A11 seht ihr hier, aktuell ist Tim Kleindienst verletzt. Und wenn ich das Thema jetzt nicht direkt vergesse, ich muss jetzt dran denken, dann sehen wir hier, Jonas Brändle ist ja zu Fleetwood Town tatsächlich ausgeliehen, 19 Jahre jung. Allerdings hat der eine kleine Nachricht für euch. Hallo zusammen, ich bin Jonas Brändle, spiele beim 1. FC Heidenheim. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim neuen Video. Lasst dem Chris auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann bis bald. Wir sehen uns. Checkt also auf jeden Fall sein Instagram ab. Vielen, vielen Dank an Jonas für die Nachricht und er hat natürlich auch Bock auf diese Karriere und wünscht uns ganz, ganz viel Glück im Thema Aufstiegsrennen, denn da sind wir mittendrin. 40 Punkte, 2 hinter Hannover, 4 hinter Hamburg. Und dann ganz kurz der Blick auf die nächsten paar Partien. Januar heißt Wintertransferphase. Der VfB Stuttgart wird selbst gespielt von uns. Genauso simulieren wir dann gegen Dresden und gegen Sandhausen, wobei ihr auch meintet, hey, Sandhausen bitte auch spielen, wobei im Umkehrschluss dann Top-Kommentar gegen Kiel. Also wir werden Kiel spielen und dann auch noch hier gegen Nürnberg, Sandhausen, Dresden simulieren. Heißt, 3 Spiele werden gespielt, 2 werden simuliert und dann heißt es auch schon März, April und Mai, vielleicht sogar im Verbund mit einer XXL-Folge. Habt ihr da drauf Bock? Dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Wenn wir dann das Thema Transfers schon so ein Stück weit angeschnitten haben, zumindest im Verbund mit der Wintertransferphase, dann seht ihr hier, unsere Wunschliste hat sich um einige Spieler vergrößert, denn jetzt ist das Thema wie folgt. Im Winter sind einige Spieler mit einem auslaufenden Vertrag, die womöglich als Neuzugang fürs nächste Jahr in Frage kommen. Ihr meintet da aber auch, hey, kein Mario Götze, kein Haberath, das wäre etwas unrealistisch. Bin ich ganz bei euch, sehe ich zu 100% genauso. Und ich will es auch nicht übertreiben. 2-3 Spieler maximal per Vorvertrag, die natürlich dann auch so in den Kader passen. Ob egal, Startformation oder Bank, das spielt da keine Rolle. Zudem ist euch sicherlich auch aufgefallen, es sind sehr vielseitige Spieler dabei, auch mal unkonventionelle, gerade aus Österreich, aus Dänemark und ich glaube aus der Schweiz. Ich habe mir das ganze Thema hier mal aufgeschrieben. Also es ist alles kunterbunt dabei. Skandinavien, Österreich, Schweiz, Deutschland. Denn ihr meintet, hey, gerade Österreich, Schweiz und Dänemark, da wechseln viele Spieler vor allem auch in die zweite Liga nach Deutschland. Und das wäre natürlich auch so ein Anhaltspunkt, den man in Sachen Realismus mitbringen kann. Trotzdem aber hoffen wir natürlich, dass dieses Team uns nächstes Jahr Richtung höchste deutsche Spielklasse schießt. Aktuell ist aber noch lange nichts entschieden. Das Team darf sich jetzt erstmal erholen. Ein paar Tage noch im Dezember, die nutzen wir natürlich, um die Scouting-Abschlussberichte abzuschließen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es also heißt, die Transferphase so ein Stück weit zu konkretisieren. Und tatsächlich müssen wir uns dann von Maurice Multhaupt verabschieden. Der wechselt für 1,7 Millionen zum FC Kopenhagen. Der Deal ist über die Bühne. Einer der wenigen Transfers vermutlich als Abgänge im Winter. Das ist der einzige, denn außerhalb von dem werden wir vermutlich nichts mehr machen. Eigentlich war ja geplant, dass wir Multhaupt behaupten, ist auch einer meiner Lieblingsspieler beim FCH. Allerdings seht ihr das Manager-Rating auf einer 64, zumindest habt ihr es davor gesehen. Und das liegt halt ganz viel damit zusammen, auch dass einige Spieler unzufrieden sind. Unter anderem auch er. Er wollte wechseln und dann wollen wir ihm da auch keine Steine in den Weg legen. Vielleicht kommt er ja eines Tages wieder zurück zum FCH. Alle Scout-Abschlussberichte sind jetzt abgeschlossen. So viele Spieler per Vorvertrag kommen tatsächlich gar nicht in Frage, denn wir checken mal das ganze Thema hier ab. Wir sehen bisher noch keinen per Vorvertrag. Der erste ist dann hier mit Christian Gebauer. Das war es dann aber auch. Neben ihm noch Jasper Verlaat. Auch der sieht richtig stark aus. Also verhältnismäßig tatsächlich einer, den ich auch als richtig realistisch einschätzen würde. Dann haben wir hier noch Hendrik Weidand. Okay, den haben wir auch schon vorher auf der Transferliste gehabt. Und das war es dann, glaube ich, hier noch Glasen. Okay, der hat einen auslaufenden Vertrag. Vielleicht könnte man ja auch noch ein bisschen Geld investieren. Wir müssten halt einfach mal schauen, was da noch so geht. Für mich ein absoluter Top-Transfer wäre eigentlich Vassiliadis. Der hat einen auslaufenden Spielervertrag. Allerdings ist er noch keine 23 Jahre, weshalb man den für
eine Ablösesumme kaufen müsste. Der Blick aufs Büro verrät 2,28 Millionen. Man hat aber noch sehr viel Gehaltsbudget. Passt man das an, kann man definitiv die zwei Spieler per Vorvertrag holen, denn da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja, das wären zwei Spieler, die uns durchaus auch für die Kaderbreite weiterhelfen könnten. Wobei ich sage, Weidand, ich weiß nicht. Ich hätte schon Bock auf den. Ich weiß aber nicht, wie ihr dazu steht. Aber ich sage mal hier, Jasper Verlaat, den können wir auf jeden Fall probieren, denn den schätze ich als richtig, richtig stark ein. Gerade halt auch für die Breite. Eine 68, 23 Jahre jung, von Sandhausen nach Heidenheim. Das ist eine Steigerung. Und deshalb treffen wir uns also mit dem Innenverteidiger des SV Sandhausen. Rolle im Kader, Rotation. Damit gibt er sich zufrieden, auch hinsichtlich einer möglichen Bundesliga-Saison. Nächstes Jahr ist das auch ganz, ganz wichtig. Gerade wieder im Verbund mit der Zufriedenheit. Ihr wisst, was dazugehört. 5 Jahre, eine Freigabesumme, die nehmen wir definitiv raus. Und dann, wie gesagt, könnte man Gebauer noch probieren. Ich schaue gleich einfach mal, was der für Werte hat. Und Jesper Verlaat, der verdient bei uns ein bisschen mehr. Aber das darf er auch. Die Haare hier, die wackeln die ganze Zeit hin und her. Ist aber völlig egal. Der Deal ist perfekt. Und somit der erste Spieler per Vorvertrag für die nächste Saison. Bei Christian Gebauer tue ich mich ehrlich gesagt sehr schwer. Ja, im Vergleich hier auch zu Kelvin Yeboah. Für den müsste man Ablösesumme zahlen, für Gebauer eher nicht. Der kann im rechten Mittelfeld, rechter Außenverteidiger, ist alles schön und gut, ist aber halt schon 26. Da von dem würde ich jetzt erstmal absehen, bin ich ganz ehrlich. Henrik Weidand, Hannover ist zwar in dem Fall vor uns in der Realität, aber hinter uns. Ich weiß es nicht, was ich mit dem machen soll. Der kostet zwar ein bisschen was an Gehalt, aber das wäre auf jeden Fall ein Deal. Ganz ehrlich, den könnte man sowas von fix machen fürs nächste Jahr, für die Bundesliga-Saison, aber das ist halt auch nicht unbedingt unser Spielertyp. Oh Mann, ich tue mich so schwer. Es ist extrem bitter, denn wir haben natürlich Pick, wir haben genauso auch Chiaré, wir haben eigentlich offensive Spieler. Aber Henrik Weidand, eigentlich kann man sich den nicht entgehen lassen. Vielleicht sogar in der Co-Produktion mit Kleindienst fürs nächste Jahr. In den Verhandlungen mit dem MSV Duisburg, es handelt sich dabei um Lukas Daschner. Ich glaube auch, dass der einen auslaufenden Vertrag hat. Dementsprechend könnte der zu einem Schnäppchen werden. Hier ist auf jeden Fall klar, rein finanziell ist der Deal machbar. Allerdings müsste man noch gucken, dass man hier natürlich so gut wie möglich davon kommt. 1,35, wir sind unter dem Marktwert allerdings noch etwas über unseren Erwartungen, wobei ich den Deal, denke ich, auf jeden Fall fix machen werde, denn absoluter Realismus hier von Duisburg zum FC Heidenheim. Aktuell brauchen wir noch ein bisschen Geduld und dann könnte der Deal tatsächlich über die Bühne gehen. Kühlwetter ist ja eigentlich auch einer in der Realität, der tatsächlich hier nach Heidenheim wechselt, vielleicht auch eher ein Kandidat, aber ehrlich gesagt, offensiv, ich weiß es nicht, ja, ich tendiere tatsächlich auch hier so ein Stück weit zu Jonathan Burkhardt, denn der explodiert ja in der Realität extrem. Bei Mainz hat er gegen den BVB genetzt, allerdings hat er dort keine Stammplatzgarantie. Bei uns könnte sich das in naher Zukunft ändern. Ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht. Jonathan Burkhardt, der wird kommen, 1,2 Millionen, das nimmt der erste FSV Mainz 05 an. Warum mache ich das? Weil Chiaré vielleicht auch schon wieder ein Kandidat für den Abgang ist nächstes Jahr. Leip hat es genauso. Ja, dann haben wir Pick, der ist zwar schnell, könnte aber als perfekter Backup dann natürlich fungieren. Und Jonathan Burkhardt könnte jetzt in dem letzten halben Jahr für ein mögliches Bundesliga-Jahr nächstes Jahr auch ein Stück weit an Rating dazugewinnen. Ja, ich tendiere so auf die 69-70 für 5 Jahre sporadisch die Rolle im Kader. Auch da macht er keine Probleme. Bei uns bekommt er von mir aus sogar ein bisschen mehr Geld als beim FSV Mainz 05. Ja, könnte man so machen, denn bei uns will er auch langfristig da bleiben. Muss sich ja für ihn lohnen und der Deal ist unter Dach und Fach gebracht. Daschner soll der nächste sein. Wie Mainz, jetzt auch tatsächlich der MSV Duisburg. Die lenken ein hier. Wir haben tatsächlich 1,15 Millionen ausgemacht. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir gucken mal, welche Rolle der will. Rotation, ja, das ist in Ordnung. Das werden wir ihm auch geben. Gleichzeitig aber nochmal der Appell auch an euch. Sollten wir aufsteigen, dann sind das zwar gute Deals, was die Kaderbreite betrifft und vielleicht auch noch die Entwicklung, ist ja logisch und natürlich dem Realismus auch, aber trotzdem müsste man auch für die nächsten paar Jahre gucken, dass man sich steigert, denn gerade in der Bundesliga ist das absolut kein Zuckerschlecken, auch wenn wir uns drauf freuen würden. Jetzt aber erstmal Konzentration auf die Rückrunde und der Deal ist perfekt. Heißt im Umkehrschluss auch, das waren alle Transfers, ja, natürlich kommt Verlaat dann per Vorvertrag zum nächsten Jahr, hier haben wir Burkhardt, hier haben wir Daschner, das sind also beide Deals, die werden dann sicherlich auch einen Platz im Training bekommen, zumindest mal Burkhardt, weil ich vermute, der hat ein deutlich besseres Potenzial als Daschner, gehe ich mal davon aus, aber egal, jetzt heißt es volle Konzentration, die Transferphase abhaken, denn ich denke, es wird nichts mehr passieren. Leipzig könnte man nächstes Jahr vielleicht dann auch noch verkaufen, vorerst aber mal belasse ich es dabei und der VfB Stuttgart wartet hier am 29. Januar, so ziemlich genau zu einem der letzten Tage in der Wintertransferphase, die für uns nicht mehr da ist, um noch was auf dem Transfermarkt zu tun, schon gar nicht was Stammspieler betrifft. Anpassung im Training, Sessa, Daschner, Uaim, Dorsch und Burkhardt, wobei ich glaube, Dorsch werde ich jetzt erstmal auch wieder rausnehmen, denn der hat genug Trainingseinheiten hier mitgenommen. Wir werden das ganze Thema vielleicht nochmal auf Burkhardt mit draufnehmen. Für eine doppelte Einheit, wir haben empfohlen, haben hier schwer und das nehmen wir dann einfach auch mit. Sessa, Daschner, Uaim und doppelte Einheit bei Burkhardt und gleichzeitig eine negative Nachricht, eine schlechte Nachricht, denn das Manager-Rating ist gesunken, nur noch auf einer 59. Ich weiß nicht, woran das liegt, erhöht den Vereinswert. Ja, dabei sind wir ja aktuell die Saison mit einem Gewinn von 3 Millionen. Ja gut, dem kommen wir dann nicht mehr nach, ja. Keine Ahnung, woran das Thema liegt. Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich wieder auf den zweiten Platz kommen, denn dann würde das zumindest zwischenzeitlich bedeuten, Direktaufstieg und
und somit auch wieder mehr Zufriedenheit vom Vorstand. VfB Stuttgart ist das nächste Spiel. Und vielleicht endlich mal ein guter Scouting-Bericht. Ja, hier sind wir mit dabei. Noch nicht VfB Stuttgart. Jetzt erstmal hier, denn auch das ist wichtig. Andreas Schmitz nehmen wir mal mit. Die große Hoffnung, Hauke Schneider, 350.000, der bis dato beste Jugendspieler. Und dann haben wir hier noch Björn Walter. Nee, werden wir wieder ablehnen. Ihr meintet ja entweder so 250.000 an Marktwert oder halt 90er plus Potenzial. Ganz kurzer Überblick in die Jugend. Max Dreier haben wir da. Dann haben wir Sascha Hölzel. Ja, eine 60 ist der beste Spieler. Dann haben wir hier Hauke Schneider gerade eben verpflichtet. Die Potenzialratings sind bei allen eigentlich so mindestens mal auf einer 92. Maximal natürlich. Sagt mir jetzt gerne mal in den Kommentaren, was wir mit den 5 machen sollen. Sollen wir einen davon verpflichten oder nicht? Alles sind mindestens 16. Somit könnten sie unserem Startelf-Kader dann schon beitreten. Beziehungsweise halt unserem Kader normal. Ihr wisst, was ich meine. Also schreibt mir dazu gerne mal was rein. Jetzt aber wirklich. VfB Stuttgart. Und da hat der VfB Stuttgart noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel. Wenn mich nicht alles täuscht, denn da haben wir, glaube ich, mit 1:0 gewonnen. Und das war völlig verdient. Es schneit hier. Das muss ich die nächsten paar Spiele, wenn wir die selbst spielen sollten, auf jeden Fall ändern. Denn mit Schnee ist das extrem schwierig. Hier kommt Schulinov, Schnatterer ist mit dabei. Die Kugel ist erstmals bei uns. Wir wollen natürlich hier Sicherheit im Spiel. Und von vornherein, das ist das ganz, ganz Wichtige daran, auch gut reinkommen. Denn die letzten paar Spiele machen Hoffnung auf mehr. Marc Schnatterer, der erste Angriff also von uns. Hier haben wir Team Kleindienst. Und dann hat der noch die Übersicht. Und die große Chance, das war dann abseits, 6. Spielminute. Das war richtig gut gespielt. Jetzt aber volle Konzentration. Hier war es ja ganz, ganz knapp abseits. Okay, vielleicht auch die falsche Entscheidung, aber schon mal vielversprechender Start hier. Jetzt der VfB Stuttgart, Müller und da haben wir Dusel. Das war Silas, glaube ich, vorne im 1 gegen 1 mit dem Keeper. Der ist natürlich schnell und entwischt uns da den Verteidigern. Und dann war es ganz, ganz viel Dusel, dass die Kugel nicht drinne ist. Also hin und her, auf beiden Seiten bisher eine Großchance. Bei uns war es zwar abseits, aber trotzdem war das eine gute Möglichkeit. Jetzt vielleicht mal Marlon Busch und vielleicht die Idee unten auf dem Kleindienst. Kopfballungeheuer und dann segelt der vorbei. Zweiter Anlauf erneut gegen Wittek, Flanke gegen Tschurlinov. Komm schon, der bleibt dran. Die Kugel ist weiterhin bei uns. Es wird spannend, es ist alles eng. Dorsch, Kleindienst, Ablage dann hier nochmal hoch auf Busch. Wir haben die Kontrolle und machen das richtig gut. Und jetzt muss der Ball in die Mitte. Busch und dann im letzten Moment der VfB. 20. Minute, ein munteres Spiel. Noch aber 0-0. Ah, Pick, das macht er richtig gut. Ist im 16er, der hat so viel Tempo. Und jetzt noch die Übersicht für Schnatterer. Ja, nein. Oh mein Gott, wie können wir so eine Chance liegen lassen? Nächste Großchance in der Partie. Wir müssen solche Dinge einfach besser ausspielen. Marlon Busch, ja, der zieht ganz viele auf sich und soll es einfach mal probieren, Marlon Busch. Der Prüftor Gregor Kobel und hier haben wir nochmal Pick, der mit seinem Tempo alles abläuft. Dann die Übersicht für Griesbeck und wieder ist es Kobel. 42. Minute übrigens für alle die, die sich fragen, mit welcher Mannschaft laufen wir auf. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, ausnahmslos wieder in Bestbesetzung, denn Oliver Hüsing ist zurückgekehrt nach seiner wochenlangen Verletzung. Wieder in der Startelf, jetzt die nächste Chance, Kleindienst. Wenn ich das erahnt hätte, dass wir durch wären, hätte ich es selbst probiert, aber Ablage. Wieder Gregor Kobel, es ist eine Frechheit. Wir müssen hier schon längst mit 1:0 führen. Die besseren Chancen gehören absolut uns. Uaim für mehr Tempo, ein Wechsel also direkt zur Pause. Schnatterer bleibt dann draußen, nimmt also auf der Bank Platz. Aber auch da wird er natürlich eine wichtige Rolle einnehmen, denn alleine für die Mentalität ist der Typ enorm wichtig und essentiell für den FC Heidenheim. Und auch genau deshalb soll er bei uns bis zum Ende dabei bleiben. Bartstuber dicht gefolgt von Marlon Busch. Der bleibt also die ganze Zeit dran. Der VfB spielt das aber hinten richtig gut raus und kombiniert sich somit auch nach vorne. Wie gesagt, volle Konzentration. Uaim bekommt wieder seinen Einsatz und ist dann direkt da mit dieser Balleroberung und hat hier dann auch noch das Auge für Pick und er wieder das Auge für Uaim und der hat das Tempo. Uaim, kurzes Eck, das meinte dir in den Kommentaren und das bringt Erfolg. 52. Minute, ihr seht den Kommentar hier irgendwo eingeblendet. Schieß mal bitte ins kurze Eck, wenn du aufs Tor läufst. Hab ich gemacht. Kurzer Geistesblitz von mir hier, den Kommentar habe ich hier noch aufgelistet bei mir und da ist das Ding. Uaim, der Wechsel also macht sich bezahlt. Hier haben wir etwas Glück, aber das Tempo macht sich hier ebenfalls bezahlt. Ein Schritt schneller, kurzes Eck. Das ist ein perfekter Abschluss und das 1:0. Und anhand der Chancen, die ihr auch alle gesehen habt, geht das sowas von in Ordnung. Oh, wieder verlagert über Uaim, 66. Minute. Hier haben wir also Wittig. Der soll es vielleicht auch einfach mal aus dem Spitzenwinkel probieren, abgefälscht. Und dann nochmal irgendwie Ball in die Mitte, schaffen wir nicht. Die Kugel aber immer noch gefährlich. Und dann vorne Krischer, Brömmel. Hier unten haben wir Pick, Abstauber, Gregor Kobel und nochmal Abstauber. Nein, doch! Und dann wieder nein, 69. Der VfB ist am Schwimmen und der Uaim, unabhängig von seinem Tor, aktuell der beste Mann auf dem Platz. Oh, jetzt der VfB-Tor, nein! 76. Minute haben wir da plötzlich Dusel. Ich war tatsächlich schon fertig mit den Nerven. Grischer Brömmel zieht gelb, geht jetzt dann auch raus. Dafür kommt Kevin Sessa neu ins Spiel. 76. Minute, die Chance habt ihr gesehen. Es war wohl noch Kevin Müller, der da dran war. Jetzt der VfB mit einem Eckball. Die erste nennenswerte Chance in Halbzeit 2. Müller ist nicht ganz bei 100%, was die Sicherheit betrifft. Somit heißt es, der nächste Eckball auch da. Das war ein Fehler von uns im Aufbau. Das müssen wir besser ausspielen. Dann gibt es eine große Chance für uns. So einen Konter für den VfB. Müller muss da ran, ist jetzt dran und klärt das Ding.
Training, aber auch noch nicht zu 100%. Das ist Marc-Oliver Kempf, das ist Förstner auf der Außenbahn und dann muss ihn Müller jetzt... Oh mein Gott, nächste Riesenchance, den muss der Müller eigentlich haben, lässt ihn aber irgendwie noch trotzdem durch. Jetzt Pick, jetzt vielleicht eine Konterchance und das ist ein Foul. Das ahndet der Schiedsrichter nicht, weil der Vorteil hier auf jeden Fall weitergelaufen lassen wird. Aber trotzdem, das läuft wieder ganz gut, ja, auch in der Defensive. Auch wenn es jetzt gerade mal wirklich hektisch war, sind wir trotzdem die bessere Mannschaft. Burkhardt kommt also für Pick. 5 Minuten sind es jetzt also noch für den Neuzugang, der seine Premiere hier in diesem Spiel feiert. Ist aber auch ein Zeichen für das Team. Wir wollen uns nicht nur in der Defensive hinten drin aufhalten, sondern in der Offensive die Entlastung suchen. Und das ist das perfekte Beispiel dafür. Das ist Manuel Busch und oben haben wir Tim Kleindienst. Oh, ich muss es im richtigen Moment machen oder einfach anders. Noch steht es nur 1:0. Cesar Gelb müssten wir mitnehmen, könnte aber auch eine rote Karte sein. Vorsätzlich einfach nur in die Beine. Ich musste das Ding aber unterbinden. Wir warten ab. Geduldig könnte das tatsächlich mit Rot bestraft werden. Der Ref greift in die Brusttasche. Es ist nur Gelb. Da haben wir Dusel gehabt. Boah, aber wir spielen das auch wirklich richtig gut. Cesar auf Burkhardt, der hat die Kugel jetzt vorne und soll es doch einfach mal selber probieren. Burkhardt Prüfkurbel. Und das war's. 90+3. Noch hat der Schiedsrichter nicht abgepfiffen, aber kurz ausgeführter Eckball. Heißt, hier haben wir Maximilian Wittek und dann nochmal eine Flanke und vielleicht einen Kopfball. Das ist ungefährlich. Nochmal rein in die Mitte und dann Kobel und dann geklärt und dann probieren wir es irgendwie, die Kugel zu halten. Schaffen wir. Wir sind zwar deutlich drüber, gewinnen aber völlig verdient in Stuttgart mit 1:0. Dynamo Dresden ist der nächste Gegner. Das Team unverändert in Bestbesetzung mit einem 3:1. Kleindienst mit einem Doppelpack und dann noch Wittek. Wir gewinnen somit hier. Parallel haben wir unten, ja okay, Hannover 4:1 gegen Wien Wiesbaden. Das Manager-Rating, das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Wir sind zurück auf einer 70, aber das ist natürlich wieder das Beispiel aktuell nur, weil der HSV noch ein Spiel weniger hat. Die Trainingseinheit nehmen wir wieder mit und sehen uns die nächsten Spiele wieder. Ist ja klar. Denn so schnell kann es gehen, wieder auf einer 57 zurück. Ja, das ist extrem bitter, weil wir halt wieder hinter dem HSV sind. Die holen aber nur einen Punkt und somit ist es noch immer brutal eng. Der VfB Stuttgart hätte gegen uns Punkte mitnehmen müssen, denn somit verabschieden sie sich vielleicht schon mehr oder weniger wieder auch aus dem Rennen. Wir gehen direkt rein. Sandhausen daheim gegen uns. Wir wollen 3 Punkte. Bitte, 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 bitte 3 Punkte. Heidenheim 1 und Sandhausen auch. Hannover gewinnt und damit lassen wir Punkte liegen. Es war Pick und Schnatterer, der dann den Elfer verschießt. Und Behrens kurz vor Schluss, der den Traum für uns tatsächlich ganz, ganz schön kaputt macht. Und somit auch die Hoffnung, was Platz 2 den direkten Aufstiegsplatz angeht, auch wenn man noch genug Chancen hat. Aber das Manager-Rating, das wird immer bedrohlicher. Nach diesem 1:1 haben wir personell jetzt ein Stück weit was vorgenommen. Vorne drin bleibt nur Pick, Kleindienst geht raus, Burkhardt kommt dafür rein. Nicht, weil Kleindienst irgendwie schlecht war, hat ja auch von vor 2 Spieltagen einen Doppelpack geschnürt. Chiaré auf die 10, Uaim, Daschner, das sind allesamt Spieler, die nur auf der 10 spielen können. Also sehr oft offensiv im Zentrum, Cesar hinten drin für Busch. Wir also daheim gegen den 1. FC Nürnberg bei Schnee. Werde ich noch ändern und dann gehen wir rein. Ich freue mich auf dieses Spiel. Wir sind direkt im Spiel angekommen, weil es mit der Trikotverteilung in Form der Farbe nicht ganz so gepasst hat. Spielen wir einfach in Blau. Das sind eigentlich unsere Auswärtstrikots und der Sportclub, der 1. FC Nürnberg spielt hier in den weißen Trikots. Cesar, der macht sich direkt mal bemerkbar und hat vielleicht noch die Übersicht mit einer Flanke. Ball ist dann aber wieder geklärt. Ja, aber gut, der Anfang ist wieder in Ordnung. Mal abgesehen von der Simulation, das Spiel gegen den VfB, das war richtig gut. Und jetzt probieren wir es mit Uaim aus der Distanz, dann haben wir ein bisschen Pech. Somit ist der Ball wieder beim Club. Die kommen also von der rechten Seite hier erstmal und wollen natürlich erstmal verwalten. Ja, die wollen auch noch irgendwie wieder ins Aufstiegsrennen zurück. Dafür brauchen sie aber gegen uns natürlich 3 Punkte. Jetzt der Club nach einer kurz ausgeführten Ecke. Die bleiben vorne dran am 16er. Hier haben wir Hack, der setzt sich da durch und prüft Kevin Müller. Nicht das erste Mal. Davor gab es schon 2 gute Chancen für die Gäste, die hier eigentlich auch vielversprechend reinkommen. Die ersten paar Minuten waren für uns, aber jetzt nimmt Nürnberg immer mehr auch Tempo auf. Flanke, Kopfballtor. 16. Minute, das war ein ganz schlechtes Stellungsspiel. Der Kopfballtorschütze ist der griechische Innenverteidiger Mavropanos. Wir schauen nochmal drauf. Wer ist für den zuständig? Irgendwie niemand. Der Mann mit der 17, fragt mich nicht, wer das ist. Könnte Burkhardt sein. Ja, der muss da in der Defensive dranbleiben. Der kommt ja komplett frei zum Kopfball. Und für Kevin Müller ist da keine Chance. Starker Kopfball. Der 1. FC Nürnberg führt mit 1:0. Und das geht, glaube ich, in Ordnung anhand der letzten paar Minuten. Oh, wieder Nürnberg. Das ist Hack. Das ist so gut gemacht. Hüssing ist dann aber da. Wir müssen in die andere Richtung. Denn es ist nicht nur schlimm, wenn man hier verlieren sollte. Eigentlich ist es mal gar nicht so schlimm. Ja, der Vorstand macht es nur so schlimm. Denn wenn wir das Ding verlieren, dann verlieren wir tatsächlich auch immer mehr das Vertrauen. Das ist Pick und das ist wieder mal zu weit vorgelegt. 27. Minute, wir müssen wieder besser reinkommen. Kein Problem für Matenia, der ist da. Mitspielender Keeper, immer wichtig natürlich, auch gerade in den höheren Ligen im Profibereich. Und nach 29 Minuten führt der Club noch immer völlig zurecht mit 1:0. Und wir finden noch nicht so recht in dieses Spiel. Burkhardt jetzt mal auf Pick und irgendwie vielleicht wieder auch auf Burkhardt. Der probiert dann Chiaré mit einzusetzen. Ist alles ein Stück weit zu kompliziert. Und jetzt haben wir hier etwas Glück. Das ist Cesar. Wohin mit der Kugel? Cesar, spitzer Winkel, kurzes Eck.
Und da steht genau richtig, Lukas Mühl. Heißt er Lukas? Ich glaube schon, auf jeden Fall rettet er das Ding auf der Linie. Unverändert in Halbzeit 2, denn zum Ende hin sind wir wieder etwas stärker geworden. Ich glaube, das Team, das halt hier ausschließlich mit sehr vielen jungen Spielern aufläuft, die brauchen einfach das Selbstvertrauen auch. Jetzt haben wir wieder die Idee, ja, der Pick da vorne drin, der macht schon richtig gute Arbeit. Jetzt haben wir Daschner, hier haben wir Burkhardt. Die Idee ist in Ordnung, die Ausführung weniger gut. Aber trotzdem, offensiv ist das schon vielversprechend. Im Mittelfeld haben wir auf jeden Fall Überwasser im Vergleich zum Club, aber trotzdem bringt dies halt irgendwie effektiver vor das jeweilige gegnerische Tor. Burkhardt jetzt hier vorne auf Pick und er gegen den Torschützen Mavropanos, der ist im 16er, Pick macht das richtig gut und jetzt brauchen wir die Übersicht und Burkhardt-Tor! 59. Minute, das bisschen Glück gehört dazu. Das ist gut gespielt, eingeleitet, selber also hier von Burkhardt, der auf Pick und der mit ganz, ganz viel Glück hier. Ich habe eigentlich gedacht, der Grieche gewinnt das Duell, Pick dann aber schön. Busch kommt rein für Sessa und dann haben wir Dusel, dass der Ball nicht noch von einem Verteidiger geklärt wird. Das 1:1 hat sich ein bisschen angebahnt, weil wir richtig gut in der zweiten Halbzeit drin sind. Oh, Nürnberg mit frei, das ist gut gespielt. Jetzt kommen die wieder ein bisschen rein. Tim Handwerker, Kopfball nicht Tor. 84. Minute, Brömmel kommt rein für Daschner und dann werden wir auch noch Kleindienst bringen. Wechselkontingent ist jetzt also ausgeschöpft. Hier Kiaré für Brömmel und Kleindienst kommt rein ins Spiel für, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube es ist Daschner, der war auch gelb vorbelastet. Nach einer Ecke haben wir das 1:0 kassiert, jetzt soll sich das ändern. Kopfball und dann ist es Müller auf der Linie hinten raus. Spektakulär, Mann und Busch per Zeitfalls hier. Uaim nochmal eine Runde weiter. Ja, jetzt sind sehr viele Fehler im zentralen Mittelfeld. Also es sind, glaube ich, nur noch Zufallsprodukte. Jetzt kommt der Club und eigentlich hatten wir den Zweikampf schon. Jetzt hinten raus und jetzt gibt's Abstoß und jetzt können wir ein bisschen durchatmen. Wobei wir natürlich gar nicht viel Zeit verschwenden wollen. Manon Busch hat die Kugel hier und das hat er gut gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch die Übersicht oder unten vielleicht mal Tim Kleindienst. Und er verzieht das Ding komplett. 90+2, die bis dato größte Chance, ein Lucky Punch, jetzt vermutlich ausgeschlossen, denn dafür ist zu wenig Zeit, um hier noch was zu machen oder gewinnen wir das Kopfballduell nochmal. Tim Kleindienst aber kann die Kugel vorne nicht behaupten, dann war's das. Nürnberg entführt hier einen Punkt, das bringt denen nicht ganz so viel und uns noch viel weniger, denn wie gesagt, das Thema Manager-Rating, das wird immer, immer dramatischer. Lob für das Team im Interview, die werde ich euch nicht immer reinschneiden, denn ich rede ja so schon viel in den Spielen, weil es für mich halt einfach auch wichtig ist, da komplett mit euch interagieren zu können, richtig das Feeling reinzustecken, deshalb werde ich halt einfach nur immer so ein Stück weit, ja, so ein bisschen im Übersicht erzählen, was ich in den Interviews dann natürlich sage. In dem Fall nur Lobeshymnen auf das Team, denn ehrlich gesagt muss man auch mit so vielen Spielen, die man noch immer nicht sieglos, sondern ohne Niederlage ist, das muss man halt einfach auch erstmal hinbekommen. Wenn ihr Tipps habt, dass wir das Manager-Rating irgendwie wieder nach oben bekommen, dann schreibt das jetzt ganz, ganz fleißig in die Kommentare. Unser Team wird ein Stück weit wieder angepasst. Uaim will in die Startelf, dann darf der das auch. Wieder mal Schnee in Kiel, das wolltet ihr unbedingt gespielt haben und deshalb gehen wir rein. Uaim ist die einzige Änderung, also jetzt nicht im Vergleich zum Vorspiel, sondern im Vergleich zum vorletzten Spiel auch wieder mal Kleindienst mit drinne und ich weiß jetzt schon wieder, das war falsch, was ich gerade gesagt habe. Vergesst das Vorspiel, vergesst das vorherige Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, ich will mich hier nicht rausreden. In Kiel sind 3 Punkte für uns Pflicht. Nicht unbedingt allgemein gemessen an der Qualität und den Erwartungen, sondern halt eben, ihr wisst ja, den Umständen entsprechend. Auch gegen Nürnberg hätte ich mich von vornherein unabhängig vom Hintergrund absolut mit einem Punkt zufrieden gegeben. Und Mann und Busch, will der nicht in den Zweikampf oder was ist los? Es ist eine Flanke, hier eingeleitet von Serra, dann ist es, glaube ich, Mühling, weit nach hinten, lang in der Luft. Und das sieht auch Müller nicht ganz so gut aus, aber auch er natürlich überrascht. Eigentlich habe ich gedacht, dass Busch gegen Lee Jae-sung das Kopfballduell gewinnt, ist nicht so. Und somit liegen wir ganz, ganz früh in Rückstand. Jetzt Manon Busch von hinten raus, auf geht's mit Tempo. Wir brauchen Überzahlspiel oder dann die Idee für Pick. Der hat das Tempo ja genau dafür. Pick in die Mitte, Tim Kleindienst und dann, oh, fast das Eigentor. Und dann rutscht er da vorbei oder der Pass kommt nicht an. Keine Ahnung, was das war. Da habe ich mir mehr davon erhofft. Ja, wir sind eigentlich jetzt wieder ein bisschen besser im Spiel. Kleindienst, diese Ablage hat nicht funktioniert. Kiel ruht sich nur auf diesem 1:0 aus. Wir werden wechseln. Schnatterer und Kiaré kommen also ins Spiel für Uaim und für eigentlich Kapitän Griesbeck. Ja, Kapitän Schnatterer ist natürlich jetzt drin. Also wir haben umgestellt. 4-3-3 offensiv, denn wir müssen was machen. Kiaré hat vielleicht die erste Lücke direkt hier in Halbzeit 2. Kiaré tankt sich durch. Kiaré, erster Abschluss und dann gibt es Elfmeter. 48. Minute, das ist der Kapitän, das könnte tatsächlich Schmidt sein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommt er hier etwas zu spät, es ist Schmidt, schauen wir nochmal drauf, ja, für mich sah das auch schon ein bisschen nach einem Foul aus, ob man das pfeifen muss, weiß ich nicht, wir probieren es jetzt mit dem Kleindienst, linke Ecke, Kleindienst und Tor, 48. Minute, wir zurück im Spiel und das zu einem richtig wichtigen Zeitpunkt, direkt nach der Pause. Und damit gleicht sich eine Statistik wieder aus, ja, nicht nur die der Tore, 13. Saisontor von Team Kleindienst, denn es ist jetzt 1:1 auf der Anzeigetafel, tatsächlich
ist das auch die Zahl der eigentlich gegebenen Torschüsse in diesem Spiel. Zur Pause Statistik 1-0 Schüsse für Kiel. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir keine Schüsse aufs Tor hatten, aber auf jeden Fall waren schon auch ein paar Annäherungen mit dabei. Jetzt wieder Kieré, wieder die Idee für Tim Kleindienst. Wir machen das jetzt richtig gut, ja. Wir kommen vielversprechend aus der Pause, auch wenn das ein Foul war. Der Kieré ist aktuell die genau richtige Lösung für diese Partie. Das ist kein Abseits, das ist Pick und der ist im 16er Pick. Probier's wieder selber, Pick, nein! 54. Richtig guter Angriff wieder. Der spielt auf links außen, Kieré rechts. Da haben wir jetzt absolute Pace-Granaten. Wittek und dann Pick und dann komm schon. Laufduell gewinnen, Pick. Ja, das sieht gut aus. Komm, wohin? Wir brauchen irgendwie die Idee. Flanke abgefällt, Schnatterer, gefährlich. Burkhardt jetzt für Brömmel. 8 Minuten vor Ende der Partie. Freistoß für Kiel. Kein Problem für Kevin Müller. Und dann braucht man mal ein bisschen Tempo. Wir brauchen nämlich Überzahl vorne. Das schaffen wir aktuell nämlich nicht mehr zu generieren. Jetzt haben wir Kieré. Und der hat ja eigentlich das Tempo. Kieré in die Mitte und dann Kleindienst und dann nochmal weiter. Und dann ist das gut gespielt. Und das ist kein Abseits. Das ist Kieré im 16er. Und dann Wahl mit einem bockstarken Tackling. Kiel kam besser in Halbzeit 2 und hat das aktuell auch tatsächlich richtig gut verteidigt. Für uns gab es nach dem 1-1 gar keine Chancen mehr. Kleindienst, Pick, das ist die letzte Chance in diesem Spiel. Pick probier's, abgefälscht, geklärt. 90 plus 1, okay, die letzte Chance, das nehme ich weg, denn es könnte vielleicht noch mal eine kommen. Hier haben wir Schnatterer. Hat der irgendeine Idee? Schnatterer, das ist eine bockstarke Idee. Und dann eigentlich auf Kleindienst. 90 plus 3, darauf folgende Eckball, komm schon, einmal Glück per Ecke, da ist der Keeper aber auch da, aber noch ist die Chance heiß, Ball in die Mitte und dann irgendwie nochmal ablegen, das ist noch eine Chance, Schiedsrichter pfeift bitte noch nicht ab, das ist die letzte, und was ist das denn, Mann, so schlecht, Mann. Das ist es. Das war's. Ich glaube, der Vorstand wird uns nach diesem Spiel entlassen. Die Enttäuschung sitzt so tief. Die Trainingseinheit geht natürlich mal wieder weiter. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ja, es ist tatsächlich ein deutlicher Rückstand auf den HSV. Die kommen aber, glaube ich, noch im Mai. Vorletztes Spiel. Und ich glaube, das wird ein XXL-Saisonfinale hier. Entweder ich werde es komplett durchziehen. Wir simulieren den März, den April und auch den Mai. Natürlich in Klammer auch mit selbstgespielten Spielen und machen das zu einem XXL-Saisonfinale. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber trotzdem kann ich noch immer für nichts garantieren. Ich speichere jetzt auch erstmal sicherheitshalber in einem anderen Speicherstand, weil ich glaube, das könnte es gewesen sein, wenn wir jetzt nicht zurück in die Spur kommen. Ja, wir haben hier sehr viele Spiele unentschieden gespielt, beziehungsweise zu viele. VfB gewonnen, gegen Dresden auch und dann 3 unentschieden jetzt in Folge. 3x 1-1. Ja, einmal war es komplett unverdient, zweimal geht es komplett in Ordnung. Aber egal, das gehört auch zum Realismus dazu. Wir bleiben weiter ungeschlagen, auch in dieser Episode. Ich glaube, mittlerweile seit gefühlt über 10 Spielen. Bisher haben wir nur 2 Spiele verloren und trotzdem freue ich mich irgendwie noch viel, viel mehr auf die nächste Episode, denn es bleibt unfassbar spannend. Und dann sind wir am Ende dieser angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Showdown-Finale. Ich bin komplett aus der Puste. Es hat so, so viel Spaß gemacht. Wenn es euch genauso ging, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne auch und abonniert gerne auch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich euch natürlich einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein und ciao.